Willkommen zum Hobbit-Vlog. Ich bin in Hobbiton angekommen. 2,5 Stunden ungefähr habe ich gebraucht. Ich habe aber kurz Pause gemacht. Bin gut durchgekommen. Ich habe mich ein bisschen eingegroovt in mein Auto. Ich nenne es Frodo, mein Gefährte, für die nächsten 4 Wochen. Einrichten werde ich mich heute Abend auf dem Campingplatz. Ich habe jetzt zwar noch 1,5 Stunden hier Zeit, werde aber mal zu dem Café gehen und die Lage checken. Auf Toilette, ganz dringend. Und ja, dann gucke ich mir heute Hobbiton an. Das ist das Einzige, was heute auf dem Plan steht. Genug Aufregung für einen Tag. Ich muss ja auch noch hiernach noch ein Stündchen zum Campingplatz fahren. Und die Tour geht 2 Stunden. Man kann alleine nicht rein. Man muss diese Tour buchen. Und eine frühere Tour gab es nicht. Die sind immer sehr, sehr gut ausgebucht. Ich habe ja vor 2 oder 3 Tagen gebucht. Ja, jetzt mache ich mich mal auf den Weg. Nice. But turn around, have a look at that pathway you just walked down there. Das war sehr cool, wirklich zu empfehlen. So süß und detailreich das Set gemacht, das ist der Wahnsinn. Und ich habe auch ein Souvenir geholt für mein Frodo-Auto. Gibt es einen Frodo-Anhänger. Und jetzt fahre ich nach Rotorua, wo ich 3 Nächte bleibe. Und ja, suche mir auf dem Weg einen Supermarkt, um ein bisschen einzukaufen. Und dann werde ich heute Abend noch ein bisschen durch die Stadt laufen, denke ich mal. Ich bin ja ein bisschen früher da als gedacht, weil ich ja eine Tour eher machen konnte hier. Und ja, jetzt fahre ich erstmal los und kriege ein bisschen Luft ins Auto. Das hat sich gut aufgewärmt. Die Sonne ist zwar gar nicht so stark da, aber wenn sie ein bisschen rauskommt, dann burnt es ordentlich. Aber dafür ist der Wind angenehm. Also machen wir uns mal auf den Weg. Links findet ihr noch ein Video von mir und rechts solltet ihr auf jeden Fall das Abo anklicken. Dann verpasst ihr nämlich auch kein weiteres Video.